Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ja, ihr wisst, LSC Smart Connect habe ich immer gerne und ich habe hier wieder ein neues Produkt gekauft bei Action. Ich glaube, so um die 10 Euro hat das gekostet. Ich bin mir nicht sicher, gibt es in schwarz und in weiß, und zwar ist es der Smart LED Downlight. Ja, das ist so ein Spotlicht, was ihr irgendwo einbauen könnt. Habe ich eigentlich keine Verwendung für, aber ich dachte mir, okay, holst du das mal, zeigst du das mal. Und zwar soll das auf 230 Volt laufen, laut Verpackung. Ob das so ist, werden wir ja sehen. Ansonsten fliegt uns das um die Ohren. Und wir richten das jetzt gleich gemeinsam ein, probieren da ein bisschen aus, schauen mal nach, wie das so verarbeitet ist, und ja, das Ganze machen wir nach dem Intro. Also, bleibt dran! Hier ist dieser Spot von Action. Wie gesagt, den gibt es in schwarz und in weiß. Der ist für 2,4 GHz Wi-Fi ausgelegt, also 5 GHz ist der nicht kompatibel. Bei der Einrichtung kann es sein, dass du dann das 5 GHz abschalten musst und dann musst du es halt nochmal probieren. Danach kannst du es wieder einschalten. Das ist meistens so der Fall. Abstrahlwinkel von 90 Grad, ganz klein hier geschrieben. 360 Lumen. Ja, dass man hier auch die Farbtemperatur verändern kann von dem Weißton. 220 bis 240 Volt AC, 4,8 Watt. Und 50-60 Hertz, 3000 Kelvin bis 6500 Kelvin und 38 Grad Accent Light. Also man kann das wohl auch verstellen. Und hier steht halt 90 Grad. Irgendwie schauen wir uns das gleich mal an. Hier auf der Seite haben wir von der EU mal wieder diese neue Skala. Ich denke mal, das ist bei der Wattzahl jetzt nicht wirklich viel. Wenn wir jetzt gucken, eine Lampe mit 5 Watt, ja, wenn man das mal vor 20 Jahren vergleicht, ist das nicht viel. Ist ein Dach in 9 Standard Energieklasse F. Kann man sehen, wie man möchte. Ist auf jeden Fall sehr verwirrend. Da denkt man immer sehr schnell, das ist sehr stromfressend. Dabei ist 5 Watt jetzt nicht viel für eine Glühbirne oder für ein Leuchtmittel oder für eine LED. Ja, das ist auf jeden Fall für den Indoor-Bereich IP21 Standard. Powered by Tuya, da kann man hier CAI bis 80%, ich weiß nicht, was das bedeutet, keine Ahnung. Power on heißt das wohl, 4,8 Watt, Standby 0,5 und wenn es am Netz angeschlossen ist, auch 0,5 Watt. Dann haben wir hier bis zu 15.000 Stunden Lebensdauer und die Anleitung ist in Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Polnisch, Tschechisch, Italienisch, Skandinavisch, Estnisch und Dänisch. Und man kann es nicht über einen manuellen Dimmer betreiben. Das heißt, ihr müsst da einen richtigen Lichtschalter vorhanden haben. Und es ist aber dimmbar mit der App. Kompatibel mit Siri, Google Home und Amazon Alexa. Und hier über die QR-Codes bekommt ihr die App. Und zwar die LSC Smart Connect App. Ich benutze lieber die Tuya App, weil ich da auch Geräte anderer Hersteller mit einbeziehen kann. Sie ist vom Funktionsumfang genau gleich. Ich finde es aber einfacher. Manchmal ist sie auch besser übersetzt. Und ja, wie gesagt, ich benutze die Tuya-App. Aber das, was ich in der Tuya-App veranstalte, das könnt ihr auch in der LSC Smart Connect-App, in der Smart Life-App und ich glaube, da gibt es noch irgendwie so eine App. Das könnt ihr auf jeden Fall übertragen, weil das ist alles auf der Tuya-Plattform. Ich lese euch jetzt mal hier den kleinen gedruckten Text vor. Ich hoffe, ich kann das erkennen. Das ist wirklich ziemlich klein. Und zwar, da muss ich echt mit dem Kopf auch noch näher rangehen. Erstmal ist das Deutsch LED-Downlight, lässt sich leicht mit 2,4 GHz WLAN-Netzwerken verbinden, schraubenlose Installation, kein Hub erforderlich. Über die LSC Smart Connect App können Sie die Helligkeit ändern oder Szenarien-Zeitpläne einstellen. Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden. Durchmesser der Montageöffnung 70 bis 75 mm. Sprachsteuerung wird von Amazon Alexa und Google Home unterstützt. Ja, das hört sich doch soweit ganz schön an. Hier auf der Seite haben wir auch die Skala von 3000 bis 6500 Kelvin. Und dann haben wir hier so die Angabe, dass es so ab 3000 soll das ein Warmweiß und bis 6500 ein Tageslicht sein. Das geht dann mehr so ins Kalte hinein. Gut, oben drauf haben wir nichts. Unten drunter haben wir hier noch die Funkangaben. 2,4 GHz Antennenstärke oder Signalstärke 2,5 dBi und bis zu 25 Meter Wi-Fi-Reichweite, halt je nach Umgebung. Ja, ich schaue mal nach. Hier oben ist auf jeden Fall kein Sticker drauf. Hier unten ist ein großer Sticker drauf. Da habe ich mein Taschenmesser umsonst rausgewühlt. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Haben wir allerhand in den Karton. Der ist jetzt auf jeden Fall erstmal leer. Papier haben wir zweimal. Haben wir bestimmt wieder hier so eine Konformitäts-Sicherheitserklärungsgeschichte.
Ihr habt auf jeden Fall nochmal den QR-Code. Könnt ihr das im Apple App Store und im Google Play Store herunterladen, aber halt nur die LSC Smart Connect App. Das ist die Anleitung, wie man das installiert. Ist jetzt auch nicht wieder wirklich groß, aber für die Installation, ja, was soll ich euch dazu sagen? Ne, was haben wir hier noch für einen Zettel? Hier haben wir zum Beispiel einen Hinweis, wie man das Ganze anschließt. Dabei solltet ihr beachten, dass die Unterseite, also da, hier oben ist das nur nach IP20 geschützt und da unten nach IP21, okay. Und dann ist ja halt noch, wie ihr das verdrahten könnt. Ja, kann man so machen. Ich habe da jetzt nicht wirklich so die Intuition, das zu bewerten. Hier steht auch, wie ihr das Board installiert. Kann man alles so machen. Ihr solltet euch auf jeden Fall darüber im Klaren sein, dass ihr das so nicht einfach machen dürft. Ihr solltet dafür einen Elektriker nehmen. Muss es halt so sagen. Und mit Strom spielt man nicht. Es kann sehr gefährlich sein. Ja. Wir schauen uns jetzt erstmal hier die Lampe an. Das ist das Element. Und wenn das jetzt hier mit dem Rahmen eingebaut ist, kann man das Ganze hier natürlich auch noch verstellen. Ne, dann könnt ihr den Abstrahlwinkel halt entsprechend anpassen. Aber ihr könnt es nur in diese Richtung verstellen. Ihr könnt es jetzt nicht seitlich verstellen. Da müsst ihr dann gucken, wenn ihr den Spot einlässt, dass er auch die richtige Richtung auswählt. Ja, dann haben wir hier zwei Klemmen, womit ihr das Ganze dann einklemmen könnt. Kann man das Ganze rumklappen. Natürlich, da passiert auch nichts. So soll das sein. Dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen was draufstehen. Und zwar ist das die Modellnummer, die elektronischen Angaben und IP21 für den Indoor-Bereich. Und ja, es muss auf jeden Fall auch hinten ein bisschen geöffnet sein, damit das auch zirkulieren kann. Also ihr dürft das nicht in ein geschlossenes Gehäuse einbauen. Sehr interessant, da stand sonst nirgendwo drauf. Schauen wir mal, wie wir hier die Anschlüsse freilegen. Dann habe ich hier so zwei Klemmen, aber das ist das auch nicht. Ich vermute mal, das hier schiebt man einfach so weg. Ich kann es euch nicht sagen, ich werde jetzt hier mal den Schraubendreher da reingehen. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Und dann pulle ich das hier so nach oben auf. Zack. Ist natürlich doof gemacht, ne? Also ich hätte das jetzt anders. Also man kann das auch, wenn es verschlossen ist, muss man also die zwei Nasen hier zusammendrücken und dann kommt das hier nach oben. Ja, dann habt ihr das so raus. Hier sind also zwei Nasen, die gucken unten durch, die haben so Widerhaken. Und wenn ihr das zusammendrückt, dann entriegelt ihr das und dann müsst ihr das nur so nach oben raus. Also ich zeige euch das jetzt nochmal vor der Kamera. Hier habt ihr zwei Nasen. Hier, seht ihr, die müssen wir zusammendrücken. Und dann muss das ganze Zeug ja, halt so da raus. Und dann haben wir hier die Anschlüsse. Da haben wir jetzt hier insgesamt vier Stück. Da kann man einen Eingang und einen Ausgang machen, wenn man mehrere verdrahten möchte. Ist schon ganz cool. Und die Kabel müssen wir halt von vorne reinführen. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mein improvisiertes Kabel nehmen. Ich habe hier auch eine Steckdose mit Schalter. Das olle Netzteil machen wir mal raus. Steckdose ist abgeschaltet, Stecker ist nicht drin. Natürlich nur anschließen, wenn da jetzt kein Saft drauf ist. Also das müsst ihr dann auch nochmal überprüfen. Hier haben wir auf jeden Fall L und N. Da müsst ihr aufpassen, das ist nicht nebeneinander ist der Ein- und Ausgang, sondern das ist LN, LN und da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr da keinen Mist verzapft. Hier in der Anleitung schauen wir mal nach, wie das da nochmal gezeigt ist. Hier in der Anleitung haben wir das auch so gezeigt, dass man zum Beispiel die linke Seite als Eingang und die rechte als Ausgang nehmen kann. Also hier, sprich da auf der linken Seite in den Anschluss geht es rein und dann geht es da wohl durch und dann geht es dann wieder weiter in die nächste Lampe. Kann man so machen. Finde ich jetzt so ein bisschen kompliziert. Wir haben jetzt hier oben irgendwie was zum Draufdrücken. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist das alles so ein bisschen doof gemacht. Man tippt das nur hier rein und dann verriegelt sich das. Mich würde mal gerne interessieren, wie ich die ganze Kabellage da später herauskriege. Meine Aderenthülsen sind auch nicht mehr die tollsten. Na, komm da rein. Solltet auf jeden Fall die richtigen Leitungen verwenden. Ich habe jetzt hier eine flexible Leitung genommen, dass sie für die Tutorials einfacher ist mit Ader-Endhülsen. Und ja, schauen wir mal. Mein Smartphone habe ich auch schon da. Und jetzt werden wir das Ganze einmal in die Steckdose packen.
Nimm den Schalter und dann sehen wir schon, es leuchtet ziemlich hell. Also ich kann jetzt nicht so einfach hingucken. Scheint ja richtig verdrahtet zu sein. Also ist die Anleitung und die Beschriftung wohl korrekt. Sonst wäre es jetzt vorbei gewesen mit der Lampe. Nein, das weiß ich nicht. Aber so, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Also das scheint jetzt hier zu blinken für den Reset. Das schiebe ich mal so ein bisschen weg, weil das ist so echt ein bisschen am Blenden. Hinzugefügte Geräte, das gibt es so gar nicht. Ich habe gerade die Aufnahme erst gestartet und über Bluetooth hat er gerade diese Lampe wieder schon gefunden. Also mit Bluetooth ist das schon echt eine tolle Geschichte. Das haben die echt gut gemacht. Ich gehe jetzt hier auf Hinzufügen und dann lädt da wahrscheinlich alles so im Hintergrund. In der oberen Zeile müsst ihr auf jeden Fall euer WLAN-Name eingeben, wenn es da jetzt nicht vorher steht. Und in der unteren Zeile euer Passwort mit Groß- und Kleinschreibung. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht einfach auf Weiter. Und dann sehen wir hier LSC Downlight 4,8 Watt. Hat schon aufgehört zu blinken, wie wir da so unschwer erkennen können. Und es ist fertig. Da müssen wir jetzt auf Weiter gehen. Können hier jetzt den Namen verändern, wenn wir auf das Stiftsymbol drücken. Wir können hier unseren Raum bestimmen. Und wenn wir das alles gemacht haben, gehen wir einfach um auf Fertigstellung. Und dann öffnet er auch schon das Menü der Lampe. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das sieht aus, als ob ich jetzt hier meine smarten Leuchtmittel, meine E14 und sonstiges da eingebaut habe. Ganz okay, kommt einem bekannt vor. Muss ja nicht immer ein neues Design sein. Und wir können das Ganze, ich zeige euch das mal, ich hole sie mal leicht hervor. Dann können wir das Ganze halt hier hell und dunkel machen, so wie immer. Und können natürlich auch die Farbe verändern. In ein richtig kaltes Weiß, das soll Tageslicht sein. Und wir können das auch auf ziemlich warm stellen. Na, komm. Und an sich ganz okay. Wir können das Ganze ausmachen. Das machen wir jetzt auch erstmal, sonst bin ich da richtig geblendet. Oben rechts können wir auf Menü drücken. Und da können wir die Informationen auslesen, wie MAC-Adresse, Name, Softwareversion und sonstiges. Haben hier den Namen LSC und können auch die Location hier ebenfalls nochmal einstellen, falls ihr da irgendwie später etwas ändern möchtet. Wir können das Gerät teilen. Wenn ihr jetzt Besuch habt, braucht ihr sich nur die Tuya-App zum Beispiel oder die LSC Smart Connect-App runterladen und dann könnt ihr das teilen. Darüber habe ich immer ein Video gemacht. Schaut einfach mal vorbei. Da habe ich euch erklärt, wie man das Ganze einrichtet. Wie ihr eine Gruppe erstellt, habe ich übrigens auch schon mal gezeigt. Wenn ihr da mehrere Lampen habt, dann könnt ihr sie gemeinsam damit steuern. Und ein Firmware-Update gibt es wohl nicht. Wir können ja auch eine automatische Aktualisierung vornehmen. Da weiß ich nicht, ob das empfehlenswert ist oder nicht. Wir können dann eine Meldung machen, wenn das Gerät offline ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Lampe jetzt vom Strom genommen wird, dann sollten wir eigentlich auf unserem Smartphone eine Offline-Meldung erhalten. Will sie wohl nicht, braucht wohl einen Moment. Das ist manchmal aber auch ziemlich normal, wenn man sie gerade vom Netz genommen hat. Das habe ich so fast bei jeder Lampe bis jetzt. Jetzt reagiert sie. Und jetzt nehmen wir sie einfach mal. Funktioniert das auf jeden Fall. Da bekommt ihr eine Benachrichtigung, Gerät ist offline. Kann gut oder auch schlecht sein. Ja, ihr seht, ich habe ja so allerhand Geräte eingerichtet. Hier können wir einen Zeitplan erstellen, wann es an- und ausgehen soll. Und verbleibende Zeiten, das ist einfach ein Timer, den wir uns einstellen können. Wir können hier eine Szene einstellen, die hier voreingestellt sind. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Aber ich mag es halt nicht so. Ich bin mehr so, dass ich mir das manuell einstelle. Wir können die Szenen auch bearbeiten, aber diese Szenen könnt ihr nicht in Amazon Alexa oder Google Home umsetzen. Das ist nicht möglich, weil die Frage schon öfters in der Gruppe kam. Ich habe übrigens eine Facebook-Gruppe, wenn ihr das noch nicht wisst. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wir unterstützen uns bei Fragen und sonstiges, handeln da auch so ein bisschen mit Geräte, falls einer mal was sucht und es zurzeit nicht verfügbar ist und so. Also ganz interessant, schaut mal vorbei. Ist auf jeden Fall eine gute Community. Ja, das ist dieses Downlight und viel können wir jetzt hier auch nicht mehr machen. Wir gehen jetzt wieder auf das Weiß, sehen hier nochmal unser Menü und soweit haben wir da eigentlich alles gemacht. Mehr kann man da jetzt nicht zeigen. Den Zeitplan, das Ein- und Ausschalten, wir können noch, die haben wir eigentlich auch schon alles gezeigt und gemacht. Ein Bild können wir hier wohl noch nicht erstellen, vielleicht kommt das noch. Ich kenne das, dass man da vielleicht noch selber Bilder erstellen kann, ist aber wohl nicht dabei. Ja, LSC Downlight bzw. Spot, wo ist der Karton?
Ist eine schöne Kiste, also auch mit 230 Volt. Also da braucht ihr jetzt nicht irgendwie ein Netzteil, sondern ihr braucht einfach nur vernünftige Leitungen und jemand, der davon Ahnung hat. Immer dran denken, mit Strom spielt man nicht, das kann lebensgefährlich sein. Oder es kann euer Haus abbrennen, wenn das nicht richtig macht. Deswegen sollte es immer jemand machen, der davon wirklich Ahnung hat, und das sind die Elektriker. Ich muss euch das sagen, weil ich möchte dafür jetzt nicht haften. Es ist mehr so ein Hobby, was ich ja hier mache, und da möchte ich nicht jemandem ein Haus bezahlen oder einen Krankenhausbesuch finanzieren. Da habe ich kein Interesse. Ich hoffe, ich habe euch alle Fragen darüber erklärt. Gibt es einmal in Schwarz und in Weiß. Ich glaube, so um die 10, 15 Euro hat das gekostet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo habe ich auch die Quittungen davon. Ich weiß es nicht. Aber sie sind nicht teuer, aber das werdet ihr ja auch selbst sehen, was sie kosten. Und bei mir in dieser Facebook-Gruppe, da werden auch ab und zu, wenn halt so Angebote sind, was das betrifft, posten wir das da auch regelmäßig, dass wir auch zugreifen können, wenn wir da was benötigen. Ist auf jeden Fall für jemand, der jetzt fürs Wohnzimmer zum Beispiel sich hier so eine Kinobeleuchtung bauen will, ist das schon eine gute Idee. Ist preiswert, scheint zu funktionieren. Wie es dauerhaft funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich habe dafür jetzt keine Verwendung mehr. Ich werde das jetzt oben in mein Regal einlagern, und falls da mal irgendwann mal was Neues kommt, wo man das vielleicht wieder vorholen muss, dann habe ich das wenigstens da. Und falls du noch Fragen dazu hast, aber ich hoffe, ich habe euch eigentlich alles dazu beantwortet, dann schreib mir einfach in die Kommentare. Und falls dir das gefällt und du weitere meiner Videos sehen möchtest, aber nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch bitte meinen Kanal. Denn das ist kostenlos auf YouTube. Und wenn du die Glocke drückst, dann wirst du auch noch benachrichtigt, wenn neue Videos kommen. Ich danke fürs Einschalten. Daumen nach hoch freue ich mich immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Björn.